Ganz schön windig hier. Willkommen zurück zu Evoland 2. Guten Tag. So. Long, ich wüsste gerne mehr über die Fragmente des Magieschlüssels? Ja. Ihr wollt mehr über welches Fragment wissen? 5 Stück gibt's, okay. Fragment des Feuers. Seid ihr den Piraten schon begegnet? Ihren Unterschlupf findet ihr in eurer Gegenwart in der Nähe des Vulkans. Oder eines Vulkans. Sie hüten das Fragment des Feuers. Ihr wollt mehr? Isis. Zu Zeiten des Kaiserreichs, bevor die erstarrte Kontinent zu schmelzen begann, lebten dort wilde Wikinger. Sie wachen über das Fragment des Eises. Fern im Südwesten liegt eine Insel. Auf dieser Insel gibt es einen zeitlosen Wald. Und tief im Inneren dieses Waldes werdet ihr das Fragment der Natur finden. Die Dämonen bewahren ein Fragment in ihrem heiligsten Tempel hinter Schloss und Riegel auf. Doch sein Aufbewahrungsort ging verloren, als Dämonia im großen Krieg zerstört wurde. Es heißt, es gäbe einen besonderen Magelliten im Sturmtal. Er soll den Zugang zum Fragment der Zeit freigeben, jedem Geheimnis umwoben alle Fragmente. Um die Fragmente zu finden, müsst ihr eine Zeitreise unternehmen. Setzt das Steuerelement, das ich euch gegeben habe, bei einem Magelliten ein. Okay, dann wollen wir mal. Beam me up, Scotty! Wir sind wieder zurück. Cool. Und alles ist in 3D. Gut, das heißt es für uns, die Magelliten zu finden. Okay. Piraten war eins. Das wäre ja also in unserer Gegenwart hier. Dann schauen wir doch mal, ob wir diesen Teil des Schlüssels vielleicht finden können. Den ganzen Tag lang Küsten und Fässer zu stemmen ist anstrengend, aber lukrativ. Also, das können wir schon. Als Frau eines jemals braucht man Geduld. Lass sich nicht zu viele Sorgen machen. Vor allem bei den vielen Geschichten, die Leute über die verfluchte Insel erzählen. Okay. Maybe this is a hint. Also. Wo wolltet ihr denn genau hin? Was? Ihr wollt zur verfluchten Insel? Muss wohl ein Glückstag sein. Ich warne euch im Voraus, auf gar keinen Fall legen wir dort an. Ihr könnt ein Ruderboot nehmen und danach wieder an Bord kommen. Und ich werde höchstens eine Stunde lang auf euch warten. Wenn ihr nicht lebend wieder zurückkommt, ist das euer Problem. Habe ich mich klar ausgedrückt? Okay, also, wollt ihr jetzt auslaufen? Also gut, auf geht's! Okay, dann mal zur verfluchten Insel. Gucken wir uns da mal ein bisschen um. Okay, also... Was zum Teufel redet ihr da? Ich stelle nur Theorien auf. Genauso können wir in meinem Zeitalter landen. Oder in dem von Fräulein Fina oder Super Mario. Aber wie Fräulein Fina sagen würde, ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Genau. Los geht's, Long. Ihr werdet es erst herausfinden, wenn wir dort sind. Und in dieser Zukunft will ich nicht bleiben. Sie sind verschwunden.
Warum bin ich nicht mit ihnen gegangen? Und was mache ich jetzt? Dann gehen wir mal Menos Hallo sagen. Der wird sich wundern, dass wir gerade wieder vor seinen Augen auftauchen. Ist hier noch irgendwas? Nö. Nichts hier. Menos! Bin ich froh, euch wiederzusehen. Super Mario. Fräulein Fina. Ich dachte, ihr wärt auf immer. Ihr wärt auf immer verschwunden. Das kann nur bedeuten, dass der Margellit seinen Zweck nicht erfüllt. Stimmt nicht, das hat er. Er hat korrekt funktioniert. Aber das ist eine lange Geschichte. Wo soll ich anfangen? Ich kann es kaum glauben. Mein Sohn. Ein Terrorist? Und die Waffe. Aber ich sollte mich nicht zu sehr sorgen. Reno ist in diesem Zeitalter schließlich kein Kind mehr. Er muss einfach von der Explosion geflohen sein. Vielleicht sehe ich ihn ja doch wieder. Ich war auch ziemlich überrascht, als sie aus dem Nichts aufgetaucht sind. Und als sie mir alles erzählten, fiel es mir ebenfalls schwer zu glauben. Er würde jemand Glauben schenken, der behauptet, aus der Zukunft zu kommen. Erst nachdem ich mich mit Ceres unterhalten hatte, war ich vollkommen überzeugt. Ceres. Können wir ihr trauen? Sie hat uns vor der Explosion der Waffe gerettet. Und sie hat uns verraten, wie man den verstreuten Teilen des Magischlüssels beschafft. Das ist mir durchaus bewusst, Fräulein Fina. Und ich bin ihr zutiefst dankbar. Ohne sie hätte ich euch beide nie wieder gesehen. Mein Vater hat immer gesagt, dass alles seinen Preis hat. Warum ist sie euch nochmal zu Hilfe gekommen? Das würde ich doch gerne wissen. An ihrem Wissen über die Magie besteht jedenfalls kein Zweifel. Die kargen Beschriftungen des Magieschlüssels, die ich studiert habe, bestätigen ihre Erklärung. Für meinen Sohn macht das keinen Unterschied. Ganz im Gegenteil. Wenn wir die Waffe vor der Zeitachse entfernen, wird Reno nie daran gedacht haben, sie zu aktivieren. Ein beträchtlicher Teil der Geschichte wird neu geschrieben werden. Ehrlich gesagt macht mir der Gedanke daran Angst. Woher wissen wir, dass es keine unbeabsichtigte Konsequenzen geben wird? Also ich werde nicht untätig herumsitzen. Egal, was man tut, ein Risiko besteht immer. Und ehrlich gesagt, kann es kaum noch schlimmer werden. Ich teile die Meinung von Fräulein Fina. Egal, was wir ändern, meine Situation kann sich nur verbessern. Für uns ganz bestimmt. Aber vielleicht nicht für alle. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Ich hoffe wirklich, dass ihr das Richtige tun, Long. Schnell, bringen wir die Teile des Magieschlüssels zu Ceres. Es freut mich, dass ich euch noch einmal mehr helfen kann, Super Mario. Minus hat sich angeschlossen. Oh, jetzt haben wir Minus wieder im Team. Mit seinem Super Stomp. Yeah. So, wir haben den Magelliten aktiviert. Time Travel. Boing. Oh, es ist so schön Urlaub hier. Okay, das heißt, Einstein sollte sich hier befinden. Sehe ich das richtig? Oder habe ich wieder
Brainlag. Was ist mit diesen Dingern hier? Ah, Piraten. Stimmt ja. Ich vergaß. Erstmal bei dem guten Piraten ja das kaputt machen. Weil wir sind jetzt ja in der Vergangenheit. Herr Roberts, nehme ich an. Ihr lebt und lebt. Aber ihr seht nicht wie junge Seelen aus, die es nach Abenteuern durstet. Ihr seht eher aus, als würdet ihr bereits euren eigenen Legenden leben. Macht das Beste daraus, das Leben steckt voller Herausforderungen für jene, die sie suchen. Manche Abenteuer können sich als ziemlich schmerzhaft erweisen. Lasst mich euch in meinen langen Jahren die Erfahrung einer Lehre sein. Auf dem Weg mögen viele Gefahren lauern, aber die Abenteuer machen das Leid wett. Wo wir gerade davon reden, würdet ihr mir gerne bei meinen nächsten Abenteuern zur Seite stehen? Wisst ihr, wie sich herausstellt? Wie soll ich sagen? Das alles ist noch neu für mich. Ich will sagen, ich bin verliebt. So etwas soll dir passieren. Wie ist denn die Glückliche? Sie ist wundervoll. Sie ist erstaunlich. Sie ist stark und dennoch verletzlich. Wie kann eine Frau wie sie nur jemand wie mich lieben? Wohl wahr, wenn man sich die Statistik anschaut. Ich bin nicht sicher versiert in der Liebe. Aber vielleicht wäre es ein guter Anfang, einen Brief aufzusetzen. Mein Vater hat stets einen Brief gesendet, bevor er sich auf keile Angelegenheiten einließ. Heikle. Einen Brief? Aber natürlich! Eine hervorragende Idee. Nur einen Moment bitte. Da, bitteschön. Gefunden, ein Liebesbrief an die Person, die mein Herz gekapert und mir den Schlaf geraubt hat. Hab Dank. Wie sich meine Liebe öffnet, ist die Sache entschieden. Ich werde in den Ruhestand treten und ihr dürft meine kostbaren Schätze euer eigen nennen. Versucht erst gar nicht, mein Versteck zu finden. Es ist also gut versteckt, dass nur ich den Ort kenne. Ich werde gespannt auf ihre Antwort auf meinen Brief fahren. Ihr werdet sie sofort erkennen. Sie ist die atemberaubendste, beeindruckendste Frau auf dem gesamten Kontinent. Warum muss das so kompliziert sein? Was für eine niedliche Geschichte, meint ihr nicht auch, Long? Mit den Verhandlungen scheint es gut voranzugehen. Wenn beide Parteien nach Treu und Glauben handeln, sollte das Ergebnis beider zum Vorteil reichen. Neu hier, was? Passt lieber auf, oder ich schwöre, ich werde diese Mannschaft im Zorn verlassen. Juhu! Pirat zu sein ist echt super cool. Jeden Tag danke ich den Meeren, dass ich Herrn Roberts gefolgt bin. In der letzten Zeit macht er allerdings irgendwie einen besorgt. Wollt ihr Segel setzen? Yep. Ich glaube nicht auf der Insel, dass es da noch irgendwas Großartiges für uns gibt. Ich kann selber steuern, guckt euch das mal an. Auf zu neuen Ufern, Freunden! Jetzt war der Ende. Gucken wir uns mal auf der Insel um. Kann ich hier nicht aussteigen? Och nö.
Genug gedudelt. Kann ich nicht aussteigen? Guck mal, ich kann da hin, aber ich kann nicht aussteigen. Ich weiß nicht wie. Wahrscheinlich braucht es hier so einen Dock. Ich träume davon, dass mich eines Tages mein Traumprinz auf einem wunderschönen weißen Hengst die Ferne entführt. Ja. Seid ihr das vielleicht? Nach ihrem Gesichtsausdruck zu urteilen, glaube ich kaum, dass Long damit gemeint ist. Könnte es sein, dass... Oh, ihr habt einen Brief für mich. Oh Gott, wie süß. Lass mich ihn lesen. Wo ist er denn? Da. Die Antwort lautet ja. Ich habe euch immer schon so sehr bewundert, mein liebster Pirat Roberts. Aber ich hätte nie für möglich gehalten, dass ihr so jung seid. Warum kennst du ein Haar und der hochgehobenen Brille? Seid ihr genau mein Typ? Trauriger Smiley. Ich glaube, das gibt ein kleines Missverständnis. Hier, Herr Robert, das wird meine Liebe für euch beweisen. Gefunden ein Tinder-Profil, findet die ganz große Liebe wie romantisch. Interesting. Ich denke, das sollte reichen. Gehen wir zurück zum alten Piraten, einen Besuch abzustatten. Ich werde all meinen Freunden erzählen, dass Pirat Roberts ein schmucker junger Mann mit prachtvollem Haar ist. Herausforderung. Ich kann gegen sie Karten spielen. Das geht. Ein paar Piraten haben sich auf der Insel in der Nähe niedergelassen. Muss schön sein, sich als Pirat zu verdingen. Die Meere zu befahren und zu segeln, wo immer ihn der Wind eintreibt. Ach, wäre ich nur ein paar Jahre jünger. Gut, dann überbringen wir mal Captain Roberts unsere Antwort. Oder ihre Antwort. Oh boy. Oh. Ihr habt ihr Tinder-Profil gefunden? Das ist ja fantastisch. Die werde ich sowas von rechts rippen. War da nicht was von wegen Belohnung? Aber ja doch. Meine größten Sätze. Jetzt, da ich mich mit meiner Geliebten in den Ruhestand trete, habe ich keinen Bedarf mehr dafür. Es sollte nicht weit schwierig sein. Ich habe das Zeug an einem sicheren Ort vergraben. Es ist, ich weiß es nicht mehr. Ihr macht wohl Witze. Ganz und gar nicht. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wo ich meinen Schatz vergraben habe. Oder begraben. Monatelang habe ich an nichts anderes als meine Liebste gedacht. Und dabei habe ich Deppes vergessen. Aber das soll kein Schaden sein. Ich habe euch eine Belohnung versprochen, also sollt ihr sie haben. Was immer von meinem kostbaren Besitztümer noch übrig ist. Tja, wenigstens haben wir nicht alles umsonst gemacht. Gefunden eine Piratenflagge, eine authentisch aus echtem Barter gewobene Piratenflagge des Piraten Roberts. Kümmert euch darum. Sorgt dafür, dass man auch in 100 Jahren noch von dem Namen des Piraten Roberts erzittert. Meint ihr, das wird sich noch als nützlich erweisen, Long? Auch ich kann es nur hoffen. Zumindest haben wir diese zwei Turteltauben endlich zusammengebracht. Was meinen Satz anbelangt, ich werde den anderen Piraten sagen, dass jener, der ihn findet, den neuen Piratenkönig sein wird. Das dürfte gewiss ihr Interesse schürfen. Okay, das heißt 100 Jahre.
sollen wir die Kunde der Piraten in die Welt hinaustragen. Das klingt für mich danach, als müssten wir jetzt wieder mit dem Magelliten in die Zukunft reisen, um dementsprechend dann Infos zu bekommen, wo sich der Schatz denn befinden könnte. Damit wir schon mal einen Teil des Magieschlüssels bekommen. Ich bin eine Ebene weitergereist. Ob das jetzt 100 Jahre sind, da bin ich mir nicht sicher. Habe ich denn die Flagge noch? Oder muss ich die irgendwo ranmachen? Piratenflagge. Eine authentische, aus echtem Bata gewobene Piratenflagge des Piraten Robert. Wie seid ihr hierher gekommen? Ich war doch, ihr seid keine Piraten. Bis neulich hielten sie diese Insel besetzt. Vor etwas oder jemand hat sie vertrieben. Sie haben sich in den Unterschlupf im Osten verschanzt. Unterschlupf im Osten verschanzt. Alles klar, danke für die Info. Damit wissen wir eigentlich alles schon, was wir wissen müssen. Der Unterschlupf im Osten. Die Aktivitäten der Piraten haben in letzter Zeit nachgelassen. Das sind die einzigen guten Neuigkeiten, die es seit der Katastrophe gab. Versteck im Osten, alles klar. Haha, um unseren Unterschlupf anzugreifen, müsst ihr ganz schön Mumm haben. Aber ich bedauere, wir nehmen nur Herausforderungen anderer Piraten an. Oh, ihr habt eine Piratenflagge? Das kann nicht wahr sein. Das ist die Flagge des legendären Piraten Roberts. Dann seid ihr also wirklich hier, um uns herauszufordern. In dem Fall müsst ihr jeden einzelnen von uns im Kampf Mann gegen Mann schlagen. Viel Glück, Leute. Okay, damit wären wir auf der Pirateninsel und dem ersten Stück des Schlüssels schon mal ein Stückchen näher. Aber ich sage schon mal, danke sehr fürs Zusehen bei Evoland 2. Ja, in der nächsten Folge kloppen wir uns mit ein paar Piraten. Alles klar? Dann würde ich mich schon mal über eine positive Bewertung freuen. Also wenn ihr das Rollenspiel mögt und auf Rollenspiel auch gerne abfahrt, verlinke ich euch noch ein paar im Infobereich, also wird dann eingeblendet und dann könnt ihr gerne draufklicken und noch Final Fantasy euch angucken. Oder was haben wir noch? Evoland 1, den Vorgänger, genau. Okay. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal bei Evoland 2. Und habt eine gute Zeit. Bis dann.